Hamburg wird das Schiff den Reiseunternehmen vorgestellt und heute Abend oder morgen fährt sie wieder nach Kiel. Von da aus geht es auf sogenannte Vorfreudereisen. Das sind vier Kreuzfahrten in der Ostsee, also Richtung Baltikum auch und so. Ne? Und dann erst am 15. Juli wird das Schiff vor Lübeck-Travemünde getauft und dann natürlich am 16. geht sie auf die erste Jungfernfahrt.